Tja, und anstatt dass ich mich aufrege, spawnt einfach noch ein Ritter. Ihr seid wirklich Helden. Nee, ich hätte mir schon gedacht, jetzt renne ich hier durch, wagemutig und schließe mich dann ein und schlafe. Nee. Es ist einfach, nö, warum denn auch? Ich glaube, ich werde jetzt hier drinnen noch ausleuchten. Ehe ich mich in meine schöne Fischerhütte lege. Es ist einfach so übertrieben, wie viele Kreaturen hier spawnen von schlimmen, schlimmen Ungeheuern. Na komm, dir werde ich es zeigen. Komm du nur. Ja, nicht da explodieren. Im Wasser darfst du ruhig explodieren, du räudiger Rutan. Da macht's sowieso nichts aus. So. Alter Schwede. So. Einfach zu schnell. Zu schnell reagiert. Hier. Schlafen. Oh, je länger ich aufnehme und je mehr ich ins Bett gehe, desto schwerer fällt es mir, dann wieder aufzustehen. Jetzt muss ich tatsächlich wieder rauflaufen. Obwohl ich das eigentlich nicht will, weil ich befürchte, dass die Creeper immer noch hier stehen. Aber vielleicht sind sie ja in der Nacht verschwunden. Das ist eine Enderman-Höhle, kommt mir so vor. Zieht Endermänner an. Habe ich schon mal erwähnt, dass ich nicht pfeifen kann, leider. Die Brote werden auch schon langsam knapp. Ja toll, komm her, du. Vermaledeiter. Wetten, dass hier unten wieder 10.000 Creep auf uns warten. Oder auch nicht. Oho, ich bin tatsächlich überrascht. Hier, die brauchen wir und die brauchen wir auch auf jeden Fall. Und eine Tür haben wir auch noch. Die kriegen wir sogar geschenkt. Schön, finde ich toll. Danke sehr. Aber ich denke, dass wir gar nicht ums Holzfällen herumkommen, leider. Beziehungsweise ist natürlich auch die Frage, wie lange wir denn gedenken, diese Aufnahme noch zu halten. Denn es ist jetzt schon wieder 5 nach 2. Hui! So. Ich fange natürlich auf der anderen Seite an, weil da ist der richtige Eingang. So, hier und hier. 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 Hier und hier. Falsch. Hier und hier. Und dann glaube ich, dass das hier normal ist. Genau. Oh, ich dachte schon, ich würde es zischen hören. 1, 2, 3, 4, 5. Sehr schön, das geht. Das geht, ja, das geht. Sehr, sehr toll. Ah, allerdings habe ich keine Steinstufen mehr und die werde ich jetzt brauchen. Die Frage ist natürlich,
Ich hätte ja eigentlich schon eine Methode gehabt, wie wir hier in den zweiten Stock kommen. Die Frage ist eben, wie gesagt, ob wir die gleich anwenden, weil dann brauchen wir noch viel Holz. Ich mache jetzt auf jeden Fall mal... mördermäßig viele... Bruchsteintreppen. So. Zack. Zwei Stacks. Weiß ich nicht, ob das reicht. Wird das reichen? Das geht sich natürlich genau nicht aus. Ist aber egal. Kommt hier nochmal rein. Ich glaube, ich schau mal auf die andere Methode rauf. Ist natürlich ein bisschen schäbig, ist aber die beste Methode. Sehr schön. Denn wir brauchen ja jetzt... Boah, Moment, wie war denn das noch gleich? Hier auf jeden Fall Holz. Und hier geht's dann los mit den Steinstufen. Ja. Oh, Frame-Einbrüche Deluxe. Die kann ich mir jetzt mal schenken. Ich beginne hier gleich einfach wild in der Gegend herumzubauen. Ohne viel zu erklären, ohne viel zu warten. Ich baue einfach. So, die Frage ist jetzt... Okay, auf der Seite natürlich dann auch. Zack, zack. Zack. Oh. Zack. Zack, 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 zack. Alter Schwede, es ist schlimm. Es ist wirklich schlimm und es tut mir vor allem sehr leid, dass das hier passieren muss. Gerade an so einer wichtigen und eigentlich schönen Stelle. Schade. Oh. So, dann hier, 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 hier. Ich weiß jetzt nicht. Nee, ich glaube, der wird einfach hier so ersetzt. Den ersetzen wir jetzt einfach mal kurz. So. Wagemutig steige ich wieder hier hinauf. Und schwinge mich nicht rüber, weil hier wieder ein indizenter Leck drinnen war. Natürlich, alles auf den Leck schieben. Es war ja so, bitte glaubt mir. So, hier wieder runter. Jawohl, das sieht doch schon ganz ordentlich aus. Allerdings weiß ich nicht, wie ich das dahinter gemacht habe. Das ist natürlich sehr klug. Okay, na gut. Wie dem auch sei, ich könnte den Rest noch von der Inneneinrichtung ein bisschen versuchen. Hier lasse ich jetzt einfach mal die Leiter. 2, 4, 5. Dann muss das hier rein. Und hier. Oh, falsch, Entschuldigung. Zack, dann kommen hier 1, 2. Hier wieder. Alter Schwede, das nervt. Das nervt.
Und die brauche ich dann sowieso. Dann brauche ich hier nochmal diese hier. Danke sehr. Und hier kommen ganz normal Eichenholzbretter rein. Jawohl. Jawohl, sehr wohl, Sir. Brauche ich jetzt mal nicht. Hier rauf, hier rüber. So, ich weiß ja dann auch nicht, ob ich das auch noch probieren soll. Mit der einen Treppe komme ich natürlich jetzt nicht weit. Das müsste sich aber dann schon so ausgehen, ja. Okay, gut. Oh, shit. Nee, dann probiere ich das mit dem Holz nicht mehr aus, sondern mache jetzt hier erstmal Treppchen. Zack, 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 zack. Die passen natürlich. War alles geplant. Sehr schön. Ist natürlich auch geplant, dass hier unten ein bisschen enger der, ein bisschen enger erscheint. Ist aber, glaube ich, nicht so schlimm. So, Moment. Die baue ich dann erstmal hier ein. Jo. Ich glaube, nee, ich habe kein Skelett gehört. War wieder mal nur Einbildung. Die haben wir uns ja schon geholt. So, Moment, Moment, Moment. Praktisch ist ja hier, dass auch nichts hier durch kann, weil das abgesichert ist. Finde ich praktisch. So, wir brauchen jetzt nochmal... Nee, Treppchen brauchen wir nicht. Wir brauchen solche hier. Und vor allem eine solche. Eigentlich könnte ich auch gleich noch eine zweite machen. So, dalle. Ich setze gleich mal ein bisschen Licht hier. Licht für die Welt. So, jetzt können wir hier mal die Decke für den ersten Stock zimmern. Das würde ich aber lieber auf der anderen Seite noch ausgleichen, weil sonst haben wir hier so ein Loch drin. So, zack. Zack. Alter Schwede. Das ist natürlich schwer. Du verdammter Zombie. Ich hasse dich so viel. So viel. Ich hasse dich so sehr. Entschuldigung.